War aber Rig Upgrade. Moment. Können wir wohl nur nicht großartig, oder? Ja, doch, können wir. Trefferpunkt, dafür brauchen wir halt Giel. Okay. Luft könnten wir machen. Und Panzerung. Dass wir so viel Altmetall haben. So, hier ist um 25 und dann 5% Panzerung. Ja, ist ja nicht verkehrt. Ach, Stase können wir auch upgraden. Ja, dann diesmal läuft das halt alles über. Diverse Rohstoffe, die wir halt sammeln können. Gab es da nicht auch irgendeine Drohne, die man hier reinschicken kann, die dann für einen Rohstoffe sammelt? Isaac, Morgan hier. Warum kontaktieren Sie mich auf einem privaten Kanal? Weil ich wissen muss, ob Sie auf meiner Seite sind. Es gibt Seiten? Ich weiß, Sie hatten was mit. Aber sie gehört jetzt zu mir und ich liebe sie zu sehr, um sie das tun zu lassen. Wenn sie recht hat und hier ist die Heimat der Marker, gibt es vielleicht eine Chance, das Ganze wir zu stoppen? Wir beide wissen doch, wie das enden wird. Hätte man vor 200 Jahren einen Weg gefunden, die Marker zu stoppen, wären wir jetzt alle in Sicherheit. Das ergibt doch keinen Sinn. Oh, jetzt kann ich nicht. Sie denken, Sie und Sie. Vergessen Sie es. Sie ist nicht von Sie, okay? Zitrone wäre auch noch eine Idee, genau. Ist etwas säuerlich alles. Ja, der scheint aber nicht so der netteste Kollege zu sein. Die Umgebung sieht ja doch mal ähnlich aus. So, dann wären wir wieder draußen, da müssen wir hin. Okay. Dann hier einmal dran knuddeln. Hören Sie das auch? Meine Rig empfängt eine Art Botschaft in Dauerschleife. Klingt chiffriert. Sie kommt aus dem Forschungsschiff CMS Greeley. Das könnte echt wichtig sein. Wenn ich kann, sehe ich mir das an, Santos. Isaac, Ende. Okay. Ja, beziehungsweise Raumfahrt. Wo Portale? Ja, wahrscheinlich für die Marker, Leute. Ah, jetzt können wir... Ah, mit dem Ding durch die Gegend fahren. Okay, dann machen wir das doch mal. Pulskraft aktiviert. Stimmt, ich erinnere mich, glaube ich, dunkel dran. So. Oder sollen wir vielleicht mal hier auf der Greeley umschauen? Vorher. Vielleicht gucken wir erstmal nach der Greeley. Ich glaube, das gab so ein paar optionale Missionen hier noch.
So, mal gucken, was es hier Schönes gibt. Ah, Sauerstoff haben wir erstmal noch genug. Schauen, wo wir denn hier reinkommen. Zack, vielen Dank dafür. Da haben wir noch mehr Sauerstoff. Ja, ich hatte das auch irgendwie, also in Erinnerung, dass das, also dass man halt Singleplayer normal auch Singleplayer-mäßig rumlaufen kann. Allerdings bei den Zwischensequenzen dann irgendwie mal entweder der Charakter da wäre oder nicht da wäre, also der zweite Charakter, aber bisher funktioniert das tatsächlich ganz gut. Und problemlos. Was ist mit den Viechern? Jo. Sauerstoff haben wir auch noch mehr als genug. Ich will sie irgendwie dranhängen. Ich würde gerne da mal rein. Auf jeden Fall ist es sehr imposant gemacht hier mit den Außenbereichen. Da kann man nicht meckern. Das sieht echt ziemlich cool aus. Zugstation, Bank. So, vielleicht hier hin? Nö, sieht nicht so aus. Ja, mir fehlt schon ein bisschen der Eingang hier. Gelbe da, nee, das ist irgend so ein Lüftungsding. Hier kann ich halt auch nicht mit interagieren. Ah. Doch noch jemand gespawnt von euch. Kann ich hier rein? Nö. Au. Da lebt ja noch was. Also da ist unsere Skip-Station. Da ist die Luftschleuse, meine Güte. Auch nicht so wirklich offensichtlich. So, jetzt aber. Hallöchen.
Da haben wir wieder Luft. Da sehe ich was an Muni verloren gerade. Hey Santos, ich bin jetzt in der Greeley. Hatten Sie schon Glück mit dieser chiffrierten Nachricht? Nein, aber wenn ihr die Quelle findet, finden wir auch eine Möglichkeit, sie zu entschlüsseln. Verstanden. Isaac, Ende. Okay, schauen wir mal. Ihr Ex-Wandler. Ein kompakter Standardrahmen. Cool. Mehr Bastelzeug. Also lobe ich mir das ja. Ne? Santos, offenbar sind Teile des Schiffes abgeschottet. Abgeschottet? Absichtlich? Bekommen Sie sie wieder auf? Bin mir nicht sicher. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, kann ich die Sicherheitsabriegelung vielleicht aufheben. So, muss man das gedrückt halten? Ja. Gut, dass wir die hergestellt haben. Ah, das sind wahrscheinlich dann wieder so optionale Räume. Das haben halt keine Knoten, sondern eben diese Stangen. Okay. Ja, ich glaube, das hat sich gelohnt. Nein, den wollte ich nicht. Ich wollte echt die Tür aufmachen. Macht sich da einfach dreisterweise die Hocker breit. So, da ist aber auch erstmal zu. Okay, das müssen wir erstmal noch in Gang kriegen. Dann nehmen wir mal das ganze Zeug noch mit, was hier rumliegt. Danke. Das sieht ja auch ganz gut aus. Hm. Vielen Dank für das Altmetall. Vielen Dank für das. Was haben wir hier drin? Also von hier aus sieht es bei mir noch relativ gut aus. Mir werden keine verworfenen Frames angezeigt. Ja. Fürchte, es liegt in deinem Internet. Aber bei mir läuft es zum Glück jetzt die letzte Zeit wieder stabil. Relativ stabil. Im Gegensatz zum Oktober. Beim Rest läuft es hoffentlich auch noch ruhig. Oh, können wir mal nachladen.
Okay, ich denke, dann müssen wir dann tatsächlich hier runter. Alles okay, super. Ja, normalerweise zeigt OBS das auch einigermaßen zuverlässig an, ob es jetzt rund läuft oder nicht. Ah. Wir haben Strom. Santos, Strom reaktiviert. Ich seh's. Die Abriegelung geht vom Funkraum aus. Setzen Sie ihn mir als Wegpunkt, dann gehe ich dahin. Ach nö, nicht ihr schon wieder. Nicht kotzen, Jacqueline. So, bevor du jetzt hier auf dumme Gedanken kommst, direkt mal weghauen. Immer noch zu. Na gut. Ich glaube, jetzt ist schon noch der Questmarker wieder. Isaac, wie kommen Sie voran? Ich habe den Funkraum gefunden. Geben Sie mir eine Minute, um die Abriegelung zu deaktivieren. Da müssen wir erst noch rein, ne? Geht's jetzt nicht mehr so gut, schätze ich. Ah, okay. Benutze Dings, um den Strom anzugleichen. Das war nix. Da ein bisschen was rüber, jawohl. Anzugleichen, ja, so ungefähr. Ganz passt es ja nicht. Das nochmal zurücksetzen, sind wir hier voll drin. Ich sagte doch, dass ich es nicht weiß. Dr. Barton, jemand sendet eine kodierte Nachricht zum Planeten. Wen versuchen Sie zu kontaktieren? Dr. Serrano? Sagen Sie es mir. Stopp, bitte. Sie haben es mir nicht gesagt. Ich weiß es nicht. Commander, hier Einheit 3. Sie haben sich mit der Funkausrüstung verbarrikadiert. Wenn Sie dort sterben wollen, drehen Sie dem Schiff den Saft ab. Die Lebenserhaltungssysteme gehen offline und die Übertragung bricht ab. Was ist mit den anderen? Sie kennen die Befehle. Niemand überlebt. Verstanden. Nein! Nein! Bitte! Sie verstehen nicht! Das können Sie nicht machen! Ah! Okay. Jetzt Shuttle freigegeben. Cool. Das heißt, wir können hier raus, ne? Genau, dahin sollen wir auch. Ich
Jupp, da waren wir jetzt drin. Ei. Oh, sind wieder Explosive. Jupp, tatsächlich. Mensch, muss nachladen. So, und ich habe auch noch zerlegt. So viele Medipacks direkt wieder. Na gut, wir haben es auch eins gebraucht. So, Werkbank würde jetzt auf jeden Fall gehen. Kann ich mir irgendwie noch eine zweite Torque-Stange machen? Oder halt nochmal eine? Nee, warte, ich würde... Upgrades bitte. Einmal Schaden. Und... Nee, fehlt leider noch ein bisschen Wolfram. Okay, und ich denke, geht's hier unten jetzt weiter? Jawohl, ja. Wurden wir auch hier schon sehr freundlich empfangen. So, nächste Medipack. Oh. So, bitte einmal wieder laufen. Danke. Das war's dann mit den Viechern. Ob es hier wieder ein bisschen was an Wolfram gibt. Tschüss. Müssen wir da jetzt irgendwas zusammen legen? Okay, den können wir auf jeden Fall benutzen. Müssen wir wahrscheinlich ja auch, ne? Nee, sonst dürfte hier erstmal, da ist noch was zu mitnehmen, aber sonst haben wir, glaube ich, hier nichts mehr. Wieder komisches Kauderwelsch. Oh. Viel Schaden genommen. So, dankeschön für das Zeug. Sehe ich jetzt die ganze Zeit die ganzen neuen Artefakte rumliegen, beziehungsweise Kisten. So. Ja, dann hau ruhig raus. Was gibt's denn zu fragen? Ja genau, beim Baumkuchen war eine Nachricht mit dran. Danke. Habe ich übrigens schon gestern mal angefangen zu essen. Sehr lecker. Hast du gut ausgesucht.
Sogar witzigerweise war halt beim Namen Peacemaker, also bei der Adresse war Peacemaker hinten dran gestanden. Aber ja, nee, ist eigentlich ganz schön, weil war jetzt wieder etwas unerwartet. Oder ich hatte halt, irgendwie habe ich in die Zeit immer anderes Zeug bestellt und warte darauf, dass das irgendwie geliefert oder ankommt. Oder dachte, dass halt meine Eltern vielleicht noch irgendwie was schicken. Aber das war dann auch eine sehr willkommene Überraschung gewesen mal wieder. Obwohl es ja die letzte Zeit dann doch wieder relativ ausführlich und regelmäßig mit den Baumkuchengeschenken gemacht hattest. Jährlichen Weihnachtsüberraschungen. Ja, haben sie tatsächlich auch. Also bei mir auch. Na, hier los, nämlich mal die MG. Ja. Ja, ganz gut, dass du das vielleicht irgendwie umstellen kannst. Ich meine, ich kenne den ja eh schon. Da ja ab und zu mal ein paar Sachen geschickt wurde, wer dir auch mal Zeug geschickt hatten. Aber ja, klar, wenn du es versuchst, irgendwie zurückzuhalten. Ist das anders schon angenehmer? So, ein bisschen was an Muni ist ja dann da. Ne? Einmal die Kiste. Dankeschön. Ja, ich wollte tatsächlich auch mal testen, oder mal nachfragen, ob mir halt irgendjemand mal was von der Amazon-Wunschliste schickt, also irgendeine Kleinigkeit. Ob dem dann nämlich die Adresse angezeigt ist, wo das hingeht, oder ob die einfach nur, das halt einfach nur bezahlt wird und ob und wie ich dann Benachrichtigungen dadurch kriege. Da ich das ja auch erst vor kurzem mal überhaupt umgestellt hatte. Und damit jetzt irgendwie interagieren? Nö. Da ist leider auch nichts. Sie müssen sich beeilen! Sie sitzen uns im Nacken!
Ah, okay. Ah, jetzt haben wir noch den Bohrschlüssel. Ja, stimmt, tatsächlich. Also davor war glaube ich dann meistens. Ich muss mal gucken, ob ich den vom letzten Jahr noch hab. Ach, ihr könnt auch hier ein bisschen an dem Ding rummachen, das passt schon. Also, das war ein schrecklicher Lärm. Ich glaube, ich habe was rausgezogen, was ich nicht hätte rausziehen sollen. Die Gravitationsplatten fallen auseinander. Die Nachricht ist eine Warnung an jemanden namens Serrano an der Planetenoberfläche. Haben Sie einen Weg gefunden, sie zu dekodieren? Ja, der Entschlüsselungscode ist im Büro von einer Laura Engstrom. Mal sehen, ob ich sie finde. Ja, ich habe sie. Ich schick's Ihnen auf Ihren Ortungssender. Ja, genau, also das, aber ja, es ist wie gesagt, wenn du es halt nicht unbedingt rausgeben willst, ist das vielleicht eine ganz gute Idee. Oder etwas problematisch, das stimmt. Uiuiuiui. Werden hier auf einmal richtig viele. Na, ich werde etwas zu sehr in die Ecke drängen lassen. Heilung bitte. So, die Herren. Ja, mehr Medipacks, das passt schon. Zerblitzel. Oh. Ja, das musst du halt nochmal nachfragen, dass sie dir mal aktuelle Daten angeben. Aber ja, das stimmt. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Wie gesagt, du bist ja auch einer der wenigen, die dann die Adresse hier soweit haben. So, räumen wir wieder ein bisschen auf. Ah, endlich mal wieder Wolf ran. Ich hab ihn. Hey, Santos, ich schicke Ihnen jetzt den Entschlüsselungscode. Hab ihn. Warten Sie, ich bearbeite die Nachricht damit. Versteckt Rosetta? Wer ist Rosetta? Sie haben wohl versucht, sie vor dem Verstreckungsbefehl zu verstecken. Ihre Forschung könnte der Schlüssel zu allem hier sein. Aber warum ein Säuberungsbefehl, wenn dabei ein solch wichtiges Geheimnis zerstört wird? Vielleicht Panik? Oder sie wussten etwas, das wir nicht wissen? Isaac, danke fürs Nachsehen. Das könnte uns noch nützlich sein. Gut, ich gehe jetzt zurück. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Isaac, Ende.
Ja, ah ja, das ist ja genau ein guter Link. Danke fürs Reinposten, Wollinchen. Ja, nö, ich meine, das ist ja immer schön. Du machst es ja auch freiwillig. Ist ja nicht so, dass dich da irgendjemand zwingt oder dich dann du da unbedingt genötigt fühlen musst, was rüberzuschicken. Und ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn was ankommt. So, wieder nach draußen. Ja, das kann natürlich sein, dass die da irgendwas abgeändert haben mittlerweile. Ja, genau. Feedback geben. So, jetzt aber endlich mal zu Terra Nova. Ich bin in der Terra Nova. In welcher Richtung ist das Shuttle? Santos, Sie haben die gespeicherten Aufzeichnungen gefunden. Was steht drin? Nur, dass das Shuttle außer Betrieb war. Sie wollten es aufschlachten. Super, also weiß niemand, was genau ist. Es muss irgendwo noch detailliertere Aufzeichnungen geben. Ich sehe mich mal im Schiff um. Okay. Oder können wir nochmal zurück? Weiß ich, inwiefern wir hier nochmal zurückkommen, von daher. Vielleicht finden wir da auch noch eine Bonusmission. Mal gucken. Möglichst viel Zeug mitnehmen. Kann ja nicht schaden. Also da wird es auch wieder reingehen, okay. Das wird wahrscheinlich wieder Sauerstoff sein. Danke für die Muni. Ui.
werde ich ja beschossen. Dreist. Na, können wir auf dem Rückweg dann zerlegen. Oh. Andererseits. So, das geht auch ganz gut mit dem Ding hier. Aua, natürlich, die letzten kriegen mich noch. Dann können wir es aber auch in Ruhe hier andocken. Ist vielleicht auch nicht verkehrt. Coop-Mission. Ah, okay. So, da scheint aber gerade was zu leuchten. Ah ja, Ersatzteilbox, cool. So, ist vielleicht hier noch irgendwas, wo wir uns dann auch Zeug holen können? Was. Na gut, schauen wir uns das Ding mal an. Die 4 haben wir auch schon länger nicht mehr gehabt. Das ist dem Teil noch gar nicht. Hier können wir auf jeden Fall rein. Okay, cool. So, ja, genau das mit dem Sauerstoff ist halt auch ein bisschen nervig, aber bisher mit dem Anzug noch kein Problem. Es reicht halt echt immer mehr als genug. Ah, Upgrade-Platine, Halbleiter. Oh. Hier passt das wohl nicht so, dass ich mich hier bediene, ne? Kann das sein? So, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Cool. Das ist ja leider zu. Ah. Noch ein Artefakt. Okay, Offizierslog von Captain Suzuki. Mhm. Ich hatte ein nächstes Gespräch mit Dr. Quirora in der Kantine. Er scheint seine Übelkeit in der Schwerelosigkeit vollständig überwunden zu haben und gewöhnt sich gut ein. Als ich ihn
nach den Felsen fragte, die sein Team untersucht, strahlt er. Marker korrigierte er mich. Keine Felsen. Er erzählte mir weiter in aller Ausführlichkeit von seinen vielen Theorien hinsichtlich des Eisplaneten, der Markerschöpfer und eines Plans für uns alle. Es ist erfrischend herzerfrischend zu sehen, wenn Leute so an ihrer Arbeit interessiert sind. Hätten wir alle nicht etwas, das uns ablenkt, würden wir uns vermutlich gegenseitig alle umbringen. Ja, ich glaube, das wird tatsächlich auch vorkommen. So, dann haben wir, glaube ich, hier aber tatsächlich erstmal alles mitgenommen. Das Ding ja genau ist dahinter. Gut, aber ich glaube, das war wirklich erstmal alles an optionalen. Auf zu Terra Nova. War es Terra Nova, ich glaube. So, einmal landen. So, jetzt aber endgültig. Jetzt haben wir endlich alles sonst abgefrühstückt. So, sehr gut, sehr gut. Wir sind angekommen. Gut, da gibt es noch Sauerstoff für Notfälle. Aber wir haben da mehr als genug im Moment. So, schwerer Schaden dran. Okay. Sehr nett. Na, das hier auch immer so Luftschleusen oder Schleusen allgemein. Immer gerne genutzt, um Dings zu Ladezeiten zu kaschieren. Ja, mit Verspätung ist zu retten. Zu rechnen. Mittel 5 mittlerweile schon. Können wir irgendwas upgraden eigentlich? Jo. Können wir sogar. Na dann, mehr Trefferpunkte bitte. Und mehr Panzerung können wir auch noch mitnehmen. Sehr schön. Okay, ja, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Isaac, du machst dich hier so langsam, glaube ich. Ja, stimmt. Aufzüge auch. Aufzüge sind auch immer eine Sache, wo du halt gut nochmal Level rein- und rausladen kannst. Weil das Spiel ja dann eben an einem doch sehr kleinen Ort gefangen gehalten wird am Anfang. Aber besser als irgendwie so einen Ladebildschirm anzuzeigen.
Gerade früher haben die auch ewig gedauert. Achtung, Energiereserven sind auf Standby. Frachtfunktionen sind offline. Schiffsrekorder ein. Alle bereithalten für Drosselung. Okay, Edwards, es kann losgehen. Verstanden, Val. Auf der Brücke heißt das für dich immer noch Commander. Schon klar, Schätzchen. Retroschub aktiviert. Wow, ruhig, Brauner. Das Loveboot hat angelegt. Vielen Dank, dass Sie mit der Terra Nova geflogen sind und willkommen am Arsch des Universums. Okay, Leute, Beeilung jetzt. Sikorsky, du rufst Admiral Graves. Kettle, du meldest dich bei Cargo ab. Das ist jetzt deine Show. Setzen wir die Schiffe ab. Aufnahme Ende. So, gibt's hier noch irgendwas mitzunehmen? Naja, tatsächlich noch ein Artefakt. Noch ein Offizierslog von CDR Valdez Diaz. Heute riss die Wolkendecke auf und wir setzten die CMS Crozier ein, um die Gelegenheit zu nutzen. Während des ersten Überflugs erspähte die Crew inmitten eines zerklüfteten Kraters eine ungewöhnliche Felsformation. Lieutenant Metzkov konnte die Bilder von einer Reihe schneebedeckter Obelisken nahe der Spitze machen. Die Anordnung war chaotisch, wie man es auf einem solch stürmischen Planeten auch erwarten würde. Aber ihre Größe und Form sind nahezu identisch, wie zwei voneinander verflochtene Ranken. Ineinander verflochtene Ranken. Als sie die Abbasby litt während des Flugs unter spontan auftretenden Kopfschmerzen und verminderter Sehkraft, weshalb er vom Dienst befreit werden musste und sich später einer medizinischen Untersuchung unterziehen wird. Ja, da haben sie dann den Marker gefunden. So, noch ein paar. Upgrades sogar. Textclock. Okay, Beginn der Aufzeichnung. SCRF, ISC, CMS Terra Nova. LCDR Sam Kettle. ADM Grace fordert den Versuchsobjekttransport vom Planeten an. CMS Crozier und CMS Franklin sind unterwegs. Was zum Teufel geht hier vor? Wir sind ein Versorgungsschiff, kein Zoo. CDR Valdery Diaz, Transport bestätigt. Sorry, Sam, mir sind die Hände gebunden. Sehen wir einfach zu, dass das Zeug auf dem Laderaum beschränkt oder auf den Laderaum beschränkt ist. Verdoppelt die Quarantäne-Decks. Ende der Aufzeichnung. Quarantäne. So, da geht's erstmal nicht weiter. Ah. Okay, und wieder das Hacking. Das haben sie natürlich 1:1 übernommen. Isaac hier. Sieht aus, als wäre unser Shuttle hinten im Schiff. Ich aktualisiere jetzt unsere Ortungssender. Ich will nur hören, dass es uns zum nächsten Raumfahrtweg bringt. Wenn wir es wieder flott kriegen. Laut Diagnoseprogramm ist es ein Schrotthaufen. Wir kriegen es doch wieder flott, oder? Überall um uns herum sind Ersatzteile. Ich bringe die Kiste zum Fliegen. Ja klar. Das kriegen wir hin. Natürlich kriegen wir das hin. So. Ist hier noch Schönes? Könnte Essen sein. Messhalle, ja. Ein paar Schockmomente haben sie ja dann doch noch drin.
können wir leider nicht spielen. Verdammt. Jetzt eine Runde Flipper. Und tschüss. Oh, noch mehr davon. Ja. Aber ja, man kriegt die Viecher doch ganz gut platt. Na, treffen hilft. Ja, ich denke, wir müssen hier durch das Ding nochmal durchwuseln. Okay, das ging erstaunlich gut. Isaac, die Nahkampfsau. Haben wir das so weit getreten? Wahrscheinlich. Gut, da können wir erstmal nichts reißen. Komm mal gerade her. Immer schön, dass das für sich so weit reicht. Sie erstmal aus sicherer Entfernung mit dem Zeug hier bedienen. Was an dem Zeug. Wow. Ein alter Sucherbord. Könnte noch nützlich sein. Ah, jetzt kriegen wir den erst, okay. Okay, hier ist es gerade ganz gut, dann mach mal. So, fröhliches Sammeln.